Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Heute in dem Video behandeln wir die momentan wichtigste, am häufigsten gestellte Frage. Und nein, es hat nichts mit diesem Schrauben-Pokémon zu tun. Blend mal das Video hier ein, oder hier. Ich habe dazu ein Video gemacht, noch ist eigentlich gar nichts dazu bekannt. Es gibt nur ein paar Theorien, Werbeaktionen von Niantic und so, dies, das, Gen 8, dies, das. Aber mehr ist dazu nicht bekannt, außer dass es halt zu Ditto wird. Ist ja nach dem CD aufgetaucht und war dann überall. Und man kann es immer noch fangen. Ich habe es heute Morgen zum Beispiel gesehen. Also es ist immer noch da, verwandelt sich einfach nur in Ditto. Aber Näheres ist noch nicht bekannt. Aber eine andere wichtige Frage, die ich selber sehr oft gestellt bekomme. Und zwar, wann kommen die nächsten X-Raid-Einladungen? Letzte Woche war es, glaube ich. Moment. Ja, das war vor 5 Tagen erst. Vor 5 Tagen letzte Woche wurde angekündigt, dass Deoxys der nächste X-Raid-Boss ist. Und seitdem... Genau. Ihr wisst, der Steinboden hier hatte schon viele Mewtwo Raids, Mewtwo X Raids. Keine normalen Raids, den gibt es ja jetzt als normalen 5er Raid. Und da oben rechts wurde jetzt neu eingefügt, dass X-Raid Arenen markiert werden. Da steht dann einfach X-Raid Gym oder auf Deutsch glaube ich X-Raid Arena. Und der Steinboden ist keine mehr. Und ihr wisst, die zweite X-Raid Arena bei mir ist der Klangdino. Da hatte ich auch schon viele X-Raids. Und da steht zum Beispiel oben rechts, da steht einfach X-Raid Arena. Also früher wurde ich andauernd immer gefragt, ja, wie finde ich heraus, dass meine Arena eine X-Raid Arena ist. Gab es da verschiedene Möglichkeiten über, nicht Google Maps, OpenStreetMaps und so. Da musste der Park oder das Gebiet bestimmte Tags haben. Und ja, war sehr kompliziert. Auf jeden Fall hat das Niantic jetzt vereinfacht und einfach hier oben markiert. Und das wurde dann, glaube ich, Donnerstagabend oder Donnerstag auf Freitag eingeführt in das Spiel. Was mich persönlich zu der Vermutung kommen lässt und auch die Ankündigung, dass Deoxys eher früher als später kommen wird. Also manche haben die Theorie, dass Mewtwo erst, warte mal, also ich verschicke hier noch ein paar Geschenke nebenbei, damit ihr was zu sehen habt. Ah ja, ich muss noch ein Glücksei zünden, weil wir haben hier ein paar neue Freunde. Auf jeden Fall haben ein paar die Theorie, dass die X-Raids erst wieder starten oder die Einladung erst wieder kommen, wenn Mewtwo weg ist. Weil Mewtwo ist natürlich schon ein Knaller und Deoxys ist natürlich auch ein Knaller. Und man will natürlich nicht immer sein Pulver gleich und direkt verschießen. Deswegen an sich, natürlich macht das Sinn. Aber meiner Meinung nach, und deswegen machen wir auch heute das Video, weil ich weiß natürlich nicht. Ich habe auch keine Antworten, keine Fakten, wie und wann die X-Raid-Einladungen kommen werden. Aber... wir machen hier eine kleine Diskussion, meine Meinung, meine Vermutung und dann könnt ihr natürlich unten in die Kommentare schreiben, was so eure Vermutung ist, was ihr glaubt, wann die X-Raid-Einladungen kommen werden, nach Mewtwo oder jetzt. Also ich glaube diese Woche und zwar Donnerstag, also übermorgen, wenn ihr dieses Video hier seht. Weil, wie gesagt, Deoxys wurde angekündigt und das mit dem X-Raid-System wurde eingeführt, dass es halt markiert ist und an sich... meiner Meinung nach müsste Niantic das nicht so früh ankündigen, wenn sie es halt erst irgendwann nach Mewtwo, also die Einladung wieder starten. Das wäre dann in einem Monat erst. Mewtwo ist sogar länger als einen Monat da, also 5 Wochen oder so. Und dann so früh das schon anzukündigen, das lässt den Hype eigentlich ein bisschen so aussterben. Aber wie gesagt, es macht halt Sinn, da nicht 2 krasse Pokémon gleichzeitig zu haben und da das Pulver zu verschießen. So, Shoutout geht raus an Nigel und Shoutout geht raus an Riad und Shoutout geht raus an Chikorita, krasser Spieler, 7x Level 40 glaube ich. So, auf jeden Fall, ich entwickle noch was nebenbei so ein bisschen, achtet nicht drauf, blende ich hier ein. Auf jeden Fall gibt es halt noch einen interessanten Fakt, wie gesagt, ich hatte 2 X-Raid Arenen und nur eine davon ist momentan markiert und einige haben jetzt die Theorie, die Vermutung, dass genau diese Arena, die jetzt markiert ist, diese Welle eine Einladung bringen wird. Dass die halt triggerbar ist und dort die Einladung kommen wird. Selbes gilt für Unterföhring. Ihr wisst, ich habe dort die 2 Arenen, die jedes Mal eigentlich ziemlich sicher eine X-Raid Pass Einladung verteilt haben. Und dort ist auch eine davon nicht mehr als X-Raid Arena markiert. Und die andere schon. Das würde auch wieder die Theorie stärken, dass genau diese Arena für diese Woche, für diese Einladungswelle ausgewählt wurde, um dort... die Einladung zu bekommen. Weil ihr wisst ja, pro Zelle kann nur eine X-Raid-Einladung verschickt werden. Das heißt zum Beispiel bei mir konnte niemals Klangdino und der Steinbund gleichzeitig
eine Einladung verschicken, also am selben Tag. Ich habe von einem Zuschauer gehört, dass er zwei X-Ray-Agenten, die beide markiert sind, in einer Zelle hat. Und ja, das würde die Theorie zunichte machen. Deswegen wollte ich euch mal fragen, habt ihr das auch? Also habt ihr das so wie ich, dass in eurer Zelle zwei oder mehrere X-Ray-Agenten waren, aber jetzt zum Beispiel nur noch eine markiert ist als X-Ray-Agenten? Oder habt ihr in eurer Zelle mehrere X-Ray-Agenten, die jetzt auch als X-Ray-Agenten markiert sind? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber für mich klingt es eigentlich logisch, dass jetzt zum Beispiel der Klangdino diese Woche triggerbar ist und dann diese Woche noch eine Einladung für den Klangdino kommen wird, falls da genug Leute waren und die den X-Ray Pass, den X-Ray ausgelöst haben. Aber an sich, ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Habt ihr irgendwas Interessantes beobachtet, wie das mit den zwei X-Ray-Agenten in derselben Zelle? Vermisst ihr auch irgendwelche X-Ray-Agenten, die normalerweise davor eine X-Ray-Agenten waren, aber jetzt nicht mehr markiert sind? Was glaubt ihr? Kommen die Einladungen jetzt eher die Woche oder eher nach Mewtwo? Oder was weiß ich, was ihr denkt? Eure Theorien, eure Meinung, eure Vermutungen unten in die Kommentare. Und das war's von mir. Wir werden es ja sehen diese Woche. Ich werde dazu ein Video machen, also schaut vorbei. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.